In diesem Stadion spielen als Fußballprofis von Rot-Weiß Essen von RWE. Stevie und Mehmet wollen in die Bundesliga. Träumerei oder eine echte Chance? Wir werden unterschätzt auf jeden Fall. Wir werden unterschätzt von den Mannschaften, weil halt Rot-Weiß jetzt nicht so hoch spielt wie die Schalker oder Dortmunder. Das macht auch dann Spaß, auch wenn es mal anstrengend wird. Rot-Weiß Essen, einst deutscher Meister, heute vierte Liga, hat hohe Ansprüche an seinen Nachwuchs. Stevie und Mehmet müssen Leistung zeigen, sonst werden sie aussortiert. Setzen sie sich durch, könnte RWE auch für sie das Sprungbrett in eine große Fußballkarriere werden. Das Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiß Essen. Nicht so fein wie bei den großen Vereinen in der Region, Schalke oder Dortmund, aber trotzdem auf Erstliganiveau. Stevie Brauers und Mehmet Demici spielen in der U14. Bis zu viermal pro Woche Training, am Wochenende Ligaspiele. 3 Tage sind es noch bis zum Spiel gegen Borussia Dortmund. Danach entscheidet sich, wer in die höhere Mannschaft aufsteigt. Das ist jetzt enorm wichtig, weil jetzt werden die meisten die Zusage für die U15 kriegen. Und halt jetzt ist auch die Phase da, wo wir reinkommen müssen, wo wir uns beweisen sollen. Wer nicht überzeugt, fliegt raus. Strenge Regeln, aber beim Nachwuchs hat Rot-Weiß Essen immerhin die Möglichkeit, mit den ganz großen Clubs mitzuhalten. Alle Jugendmannschaften spielen in der jeweils höchsten Liga. Auch die U14 von Trainer Dennis Blaszczyk. Ziel von euch ist es, den Ball zu erobern und hinter der 16er-Linie zu dribbeln. Okay? Wir können mithalten und machen das auch sehr, sehr gut. Sage ich jetzt mal, von Jahrgang zu Jahrgang sind wir immer da und tun diesen Mannschaften es schwer, überhaupt hier nach Essen zu kommen und gegen uns zu spielen. Spiel doch! Stevie ist Stürmer. Er muss hart um seinen Platz in der Mannschaft kämpfen. Stevie haben wir zu U12 bekommen, von Wattenscheid 09. Ja, hat er wirklich schwierig gehabt am Anfang. Ja, und hat sich jetzt wirklich in den letzten Wochen, Monaten gut entwickelt. Ja, und macht seine Sache, Stand jetzt, sehr gut. Mehmet spielt in der Abwehr und hat sich in dieser Saison seinen Stammplatz erkämpft. Mehmet habe ich genau das vierte Jahr jetzt. Ja, der hat echt eine super Entwicklung hingelegt. Ja, von Anfang an, also in der U11, ja, hat er noch schwierig gehabt, war ein bisschen korpulenter gewesen, ja, hat sich echt super entwickelt, hat privat auch was gemacht und von daher sind wir mit ihnen zufrieden, ja, ist jetzt der Kapitän der U14. Suppe für den Kapitän. Mehmets Mutter Hatice kocht für ihren Jüngsten nach einem Ernährungsplan vom Verein. Hallo, wie war heute? War gut. Was habt ihr denn gemacht? Wir haben was mit Maschinenbau gemacht, Chemikalien hergestellt. Sportliche Tipps gibt's vom großen Bruder. Du bist auch der Abwehrchef, du musst halt schreien und so, Jungs, ihr müsst da hingehen, Jungs, ihr müsst das machen und so, du musst den hoch halt. Motivieren. Motivieren, ja. Die Erwartungen an Mehmet sind hoch, schließlich hat sein Cousin über Rot-Weiß Essen den Sprung in den Profifußball geschafft. Weltmeister Mesut Özil. Mesut Özil ist super nett, der hat so wie ich jetzt angefangen in Rot-Weiß zu spielen. Vielleicht auch noch, vielleicht werde ich auch noch höher spielen. Mir gefällt seine Passgenauigkeit, seine Übersicht und halt seine Sachen, die er zum Spiel überträgt. Wie Özil hat auch Mehmet türkische Wurzeln. Die Türkei kennt er allerdings nur aus dem Urlaub. Er ist in Essen geboren und aufgewachsen, fühlt sich aber gleichermaßen als Türke und Deutscher. Sein Torjubel ist auch legendär. Und der hat das noch von seinem Bruder. Sein Bruder? Hallo! Hi. Stevie kommt aus einer echten Sportlerfamilie. Sein Vater hat Eishockey gespielt, die Mutter Angelika Fußball. Stevie hat 6 Geschwister. Die Eltern üben keinen Druck auf Stevie aus, den macht er sich selbst. Steht doch die Entscheidung über seine sportliche Zukunft kurz bevor. Und man merkt das schon an, er gibt jetzt Gas. Vorher hat er so ein bisschen sich hängen lassen und jetzt gibt er von sich aus wirklich Gas, ohne dass man ihm irgendwas sagen muss. Er ist jetzt so ehrgeizig, dass er jetzt auch weiterkommen möchte. Ne? Ich versuche es ihm dann immer zu sagen, vielleicht ist manchmal ein Schritt zurück zu machen, vielleicht gar nicht verkehrt. Wenn man dann merkt, man ist weit von der ersten Elf weg, dann man sich dann vielleicht überlegt,
nochmal von unten anzugreifen. Zur sportlichen kommt auch noch die schulische Herausforderung. Stevie und Mehmet besuchen Realschulen. Ihre Noten sind gut, auch wenn der Fußball viel Zeit kostet. Wo die großen Clubs eigene Internate unterhalten, gibt es bei Rot-Weiß Essen immerhin eine Hausaufgabenbetreuung. Herr Steinmeier sagte oder erkannte. Unterdessen wächst die Anspannung in der Mannschaft 3 Tage vor dem großen Spiel gegen Dortmund. Es sind Freunde auf Zeit. Einige werden aussortiert, andere gelockt von größeren Clubs. Die 13- und 14-Jährigen werden längst von Scouts beobachtet und bisweilen aggressiv abgeworben, sagt der sportliche Leiter Enrico Schleinitz. Wir sind, glaube ich, das Paradebeispiel in Deutschland, was das Thema Abwerbung betrifft. Also wir haben in den letzten 3 Jahren allein 50 Spieler an größere Leistungszentren verloren. Das ist eine immense Summe. Das heißt natürlich für uns, wir haben 50 Talente entdeckt oder gefördert, die wir dann eben wieder verlieren. Seit 4 Jahren leitet Schleinitz das Nachwuchsleistungszentrum. Täglich diskutiert er mit den Trainern die Entwicklung einzelner Spieler. Für die eigene Männermannschaft, aber auch, um später einmal Geld zu verdienen. Schafft es ein Spieler zu den Profis, kassiert Rot-Weiß bei späteren Transfers eine Ausbildungspauschale. Mesut Özil hat dem Verein nachträglich fast 1 Million Euro gebracht. Ja, da kommt Geld in die Kasse definitiv, aber man darf ja nicht vergessen, dass ein Özil leider nicht jedes Jahr passiert. Da würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, wir haben 4 Jungs in 6 Jahren, bringen die uns vielleicht 500.000 Euro, wir können schon mal das Clubhaus bauen. Mehmet ist heute Balljunge beim Halbfinale im Niederrhein-Pokal. Knapp 20.000 Zuschauer. RWE hat immer noch die drittgrößte Anhängerschaft im Ruhrgebiet nach Schalke und Dortmund. Auch Stevie ist ein echter Fan. Der Gegner KFC Uerdingen, ebenfalls ein ehemaliger Bundesligist. Es läuft nicht gut für die Essener. Uerdingen geht in Führung. Oh Gott, doch, das war ihr letztes Spiel. Und auch danach fällt den Rot-Weißen nicht viel ein. Auf jeden Fall Essen nutzt überhaupt gar nicht die Torschancen. Gar nicht, überhaupt gar nicht, gar nicht. Die haben so viele Torschancen und machen nicht einen davon rein. So. Die Entscheidung für Uerdingen. 0:2. Diese Niederlage ist besonders bitter. Die Spielzeit für den Club und natürlich ein bisschen enttäuscht, weil RW hat in der ersten Halbzeit viele Chancen gehabt, hat die Tore nicht gemacht und halt 2 dumme Gegentore kassiert. Ist halt scheiße. Wieder einmal ist Rot-Weiß Essen gescheitert. Seit mehr als 40 Jahren warten sie hier auf bessere Zeiten. Wenn ich in U15 bin, versuche ich Stammspieler für mich erstmal zu sein, ja, dass ich unter die ersten 11 bin. Das ist das nächste Ziel dann. Ja. Und dann kann ich weiter nach oben gehen. Und bis jetzt, sage ich mal, so im guten oberen Mittelfeld bei uns. Mach so weiter, ja. Nimm dir als Ziel jetzt, du bist in U15, ja, dass du da wirklich unter die ersten 11 kommst. Und dann, denke ich mal, bist du auf einem echt guten Weg, ja, ein wichtiger Spieler für die Jugend hier in Rot-Weiß Essen zu sein. Ja. Also Junge, viel Spaß, geh duschen. Für Mehmet beginnen bald neue Zeiten, er hat es geschafft. Die Trainer teilen dem Kapitän vorzeitig mit, dass er im Sommer in die U15 des Clubs aufsteigt. Die nächste Stufe auf dem Weg zum Profi. Bisschen Tore machen, ne? Stevie muss sich noch steigern. Er hat die Trainer noch nicht vollkommen überzeugt. Er möchte gerne bei Essen bleiben und irgendwann einmal in diesem Stadion auflaufen. Das wäre cool, weil wenn ich dann auf dem Platz stehe und dann sehe ich nur da Fans, hier Fans und da überall Fans. Und dann schießt er so ein Tor und dann alle stehen auf, Mann, keine Ahnung. Es wäre voll cool, wenn ich hier spielen würde oder höher oder noch höher oder noch höher. Die Wirklichkeit sieht noch anders aus. Das schwerste Spiel der Saison steht bevor, gegen Borussia Dortmund. Im Hinspiel gab es eine 0:7 Klatsche. Torhüter ziehen grau an. Ich habe gut geschlafen, aber habe schlecht geträumt. Auf jeden Fall wird es ein gutes Spiel sein von uns. Wir werden auf jeden Fall stark sein. Haben einen guten Tag auch, glaube ich schon.
das geht. So. Ich sag, ich hab einen Gas. Komm, Borussia! Die Kunde da drin, doch, ich kann nicht sagen, aber gib Gas, gib mehr. Noch mehr Gas. Jungs, mehr als 100%. Kämpfer, 200%. Männer, gib alles. Alles geben. Jeder kämpft für jeden, okay, Jungs. Wer ist es direkt vorm Niederrhein? Nur der Weg, Gott, Jungs! Jungs, alle wach sind, wenn wir laufen, alle. Doch die Dortmunder dominieren von Beginn an. Keine Chance für die Rot-Weißen. Stevie ist eifrig, rennt viel, gibt keinen Ball auf. Doch seine Gegenspieler sind körperlich überlegen und nicht immer fair. Stevie, ein paar gute Aktionen dabei gewesen. Vielleicht ein paar Sachen, wo man was besser hätte machen können. Für Mehmet gibt es in der Abwehr kaum Entlastung. Fehler macht er nicht, doch die Gegentore kann auch er nicht verhindern. Stevie erlebt die zweite Halbzeit nur noch auf der Ersatzbank. Die Unterschiede zwischen großem und kleinem Club, hier werden sie dann doch deutlich. 0:7, das Endergebnis. Wir haben halt dumme Tore kassiert, anfangs Fehler, dann verliert man so ein Spiel am Ende. Die Bundesliga ist heute besonders weit weg für Stevie und Mehmet. Nur einer von 1000 jungen Spielern aus einem Nachwuchsleistungszentrum schafft am Ende den großen Durchbruch. Stevie und Mehmet dürfen weiter hoffen. Trotz der Niederlage hat Stevie am Ende doch noch die Zusage für die nächste Saison bekommen. Der Traum lebt weiter, vom Aufstieg zu den ganz Großen.